So, da bin ich wieder. Mit DK the Mare. Von Daedalic ist das mal wieder, weil ich so Daedalic-Fan bin. Und ja, es ist ein Point-and-Click-Adventure. Adventure nicht, Point-and-Click-Horror, so rum. Weil Daedalic macht ja normalerweise nur Adventure-Games. Aber sehr atmosphärisch gehalten und ja, ich bin ein bisschen gespannt, wie das Ganze hier so vonstatten gehen wird. Ich habe jetzt noch nicht wirklich irgendwas eingestellt an Lautstärke oder so, müssen wir mal gleich gucken. Und es handelt sich wohl irgendwie, wie war das gewesen? Ich glaube, es handelt sich um jemanden, der in einer Irrenstalt ist, soweit ich weiß. Also, nee, warte mal, es ist auf jeden Fall ein Drogensüchtiger und der irgendwie versucht, sein Suchtproblem in den Griff zu bekommen. Auf jeden Fall, so muss die Hintergrundgeschichte. Ja, jetzt gucke ich einfach mal, was dabei rauskommt, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, klicke ich hier mal rein und ich möchte zum Start gerne was drücken. Yeah. Daedalic. Yeah. Es ist schon ein bisschen älter, das Game ist von 2015 sogar. Also, ich glaube aber, Daedalic ist hier Publisher, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und ich glaube, es ist ein bisschen laut. Oder? Mal auf 6 runter. Bisschen besser. So, was haben wir denn hier? Extras. So, 3 Episoden haben wir auf jeden Fall nur. Also, Achievements gibt's auch. Standard, blablabla, blub, brauche ich nicht. Helligkeit sollte passen, denke ich. Und ich habe noch nicht angefangen, ne? Also, es ist direkt mal hier neues Spiel und Episode 1. Ah, okay, Untertitel sind automatisch an. Sehr schön. Episode 1. Die Einrichtung. Ich bin hergekommen, um mein Leben zu ändern. Keine Drogen mehr, kein Elend mehr. Hallo, Xu. Aber in der ersten Nacht ist etwas passierend. Träume und Halluzinationen fühlen sich hier alle so real an. Hallo, Super Ghost Runner. Ich glaube, jemand will mir schaden, während gleichzeitig jemand meine Hilfe sucht. Wer bist du? Wo bist du? Ich kann dich spüren in der Nähe, wie du mich beobachtest. Hast du Schmerzen? Ich kann dir nicht trauen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich mir selber trauen kann. Es wäre einfacher aufzugeben. Es alles zu beenden. Und den Schmerz loszulassen. Ja, so wir heißen halt Sam und sind ein bisschen drogenabhängig. Und da ich das Game ja noch gar nicht kenne, mache ich auf jeden Fall das Tutorial. Das Tutorial. So, klick auf das Navigationssymbol am unteren Rand, um dich herumzudrehen. Damit ist das hier gemeint. Ein Symbol erscheint, wenn ein Gegenstand entdeckt wurde. Klick auf einen Gegenstand, um damit zu interagieren. Und Wuffi. Und ein Schrank. Und das Fragezeichen-Symbol wird dir einen Hinweis geben, wenn du festhängst. Klick auf das Symbol, um einen Hinweis zu erhalten. Kann ich den... Ja, du musst dich in diesem Raum weiter umschauen. Alles klar. Schrank ist leer. Nichts drinne. Du musst das Spiel leben, also auch Drogen nehmen jetzt. Okay, hast du welche? Da kann ich mich da reinführen. Ich weiß ja nicht mehr, was ihr mit Drogen genommen hat. Was haben wir denn hier? Eine Tür, die verschlossen ist. Okay, ist hier... Das ist nur der Schrank, oder? Jo, das ist der Schrank.
Okay, wir haben ein Bett, mit dem kann ich nichts machen. Das Fenster mit Gittern. Gitter. Okay, was ist das hier? Pillen und. Okay. Mir wurde gesagt, ich sollte die Medikamente nehmen, bevor ich ins Bett gehe. Medikamente nehmen? Ja, na klar, warum nicht? Schmeißen wir uns mal ein paar Pillen. Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Was habe ich denn heute mit dem Adventure? Point-and-Click-Horror, ja. Das ist ein Freund. Und los geht's mit den Drogen. Alles ein bisschen sehr verschwommen. Bisschen abgefahren. Was hat. Okay. Was hat das mit diesem Regenwurm auf sich? Okay. Drogen haben wir geklingt und jetzt ist es mitten in der Nacht. Okay. Hier ist jetzt nichts mehr. Ich habe meine Medikamente genommen, bevor ich ins Bett gegangen bin. Ja, das weiß ich. Hier mit dem Wasser kann ich aber nichts machen. Mit dem Stuhl auch nicht. Okay. Dann drehen wir uns mal um. Das Ding ist immer, wenn du dich umdrehst, weißt du halt nie. Warum ist der Schrank so leicht offen? Hallo? Hallo? Okay. Ist nichts drin. Das ist gut. Das finde ich gut. Kann ich denn durch die Tür? Kann ich. Oh mein Gott. Guck mich das Ding im Fernseher etwa gerade an. Das ist irgendwas, was mich anguckt. Okay. Da. Das dreht sich entsprechend um, wie ich gucke. Das ist nicht so geil. Okay, aus dem kamen wir gerade, ne? Aus dem Raum, oder? Sie lässt sich nicht öffnen. Okay. Dann drehen wir uns mal nach hier. Das ist, was ist das? Zwei. Lässt sich nicht öffnen. Der will dich. Ich bitte doch nicht darum, dass er mich will. Okay. Hallo. Das sieht ja gut aus. Hineingehen? Nee, nee, noch nicht. Warte mal, ich gehe gleich da durch. Ich will nur vorher noch die andere. Oh Gott, das ist so spacey irgendwie, wie der sich hier umdreht. Ach so, dann bin ich wieder hier. Okay, wieder umdrehen. Was ist hier? Jetzt hat das hier auf sich. Okay, lässt sich nicht öffnen. Dann habe ich wohl keine andere Wahl, als da durchzukrabbeln. Okay. Dann gehen wir mal da durch. Hineingehen. Ups. Okay. Ein langer, langer Gang. Irgend so durch. Time is an illusion. Zeit ist eine Illusion. Okay. Was ist das hier? Eine Tür. Ich kann mich umdrehen. Will ich mich umdrehen? Ich will mich nicht um. Ich höre irgendwas, aber irgendwie. Okay, ach so, da gehe ich dann wieder. Okay. Okay. Zeit ist eine Illusion. Was zur Hölle geht hier vor? Ja, das ist ja aber nett gewesen. Was auch immer das gewesen ist, ist. Oh
Okay. Das Bild sah auf jeden Fall sehr nice aus. Dass da so zerkratzt an der Wand hing. Okay. Gibt es hier irgendwas? Was ist denn mit der Tür? Verschlossen. Das Blut auf dem Schloss. Nice. Finde ich klasse. Und Augen. Okay. Augen. Was ist das hier? Augen. Sonst ist hier nichts. Okay. Da gehe ich jetzt nach rechts oder ich gucke mal bei der Tür. Die geht auf. Okay, was ist das? Was ist das hier? Griff benutzen. Okay. Aber ich weiß ja nicht, auf was ich das stellen soll. Griff benutzen. Okay, ich glaube, ich brauche hier irgendeinen Code oder so. Nichts passiert. Ja, das wundert mich jetzt eher weniger. Okay, dann, gucken wir uns mal weiter nach hier um. Was ist das hier? Da ist was nah beim Ventilator. Komme ich denn da irgendwie hin? Wahrscheinlich eher nicht so. Achso, da geht's da lang. Angst, Potter? Träum weiter! Okay, dann gehen wir erstmal wieder raus. Weil noch habe ich keine Zahlen. Aber ich nehme mir mal kurz warte mal, einen Stift und einen Zettel, weil wenn ich einen Code brauche, dann. Ups. Will ich den zumindest mitschreiben, wenn es soweit ist. Gut, dann habe ich ja hier eine. Hier sind überall Augen. Und da kommen wir ja, ne? Ja. Dann gehen wir mal. Ja, super einladend auf jeden Fall. Was ist das? Zeichnung. Aufheben. Dieses Symbol anscheinend, wenn sich Gegenstände im Inventar befinden. Klick auf das Symbol, um das Inventar zu öffnen. Okay, ich möchte das gerne mal untersuchen. Der Junge weint. Die Männer beobachten uns. Okay. Umdrehen kann ich. Nee, umdrehen kann ich das nicht, ne? Okay. Ja, sieht auf jeden Fall nice aus. So, ist hier irgendwas? Nee, mir ist da jetzt nicht so wohl bei, da einfach reinzugreifen. Gut, weiter. Ist da gerade was dran vorbeigelaufen? Oder habe ich nur ein Ding zu laufen? Da lief doch safe was gerade dran vorbei. Okay, was ist das hier? Es ist verschlossen. Da sind Aufkleber von Hundeköpfen auf der Tür. Okay. Okay. Alles klar. Bilder, die mich anzwinkern. Aber mit der Plane kann ich hier nichts machen, ne? Ziegelsteine? Ne. Oder doch? Okay. Kann ich denn hier was machen? Oder eher. Ich hätte jetzt gesagt, ich nehme einfach so einen Stein raus aus der Mitte, ne? Man weiß ja nicht, was dahinter ist. Aber ich kann hier irgendwie nichts machen. Warum wird die Musik so leise? Ich finde das nicht gut. Gut, ich drehe mich mal weiter um. Was ist das hier? Ein Teddy. Ein Teddybär. Kann ich irgendwas mit dem machen? Nee. Ja, atmosphärische Spiele sind ja voll mein Ding, ne? Ist das hier alles Blut oder was? Okay, wo geht's denn hier lang? Gott, ich finde mich doch hier nie wieder zurecht, oder?
So viele Türen. Okay. Alles klar. Hallo. Untersuchen. Ja. Passiert denn noch was? Ich kann doch nur was mit den Augen machen. Los! Was auch immer hier passiert. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas wird das auslösen, aber ich weiß nicht was. Tori was hier. Okay, wer ist Tori? Okay, momentan bin ich noch auf Erkundungsreisen. Okay. Was hat das mit diesen Ringen hier auf sich überhaupt? Bilder, aber diesmal zwinkern sie mich nicht an. Okay. Mit dem Auge hast du den Timer aktiviert. Wenn du den nicht deaktivierst, hast du einen 5 Minuten verloren. Okay, ich weiß noch nicht so richtig. Also ich vermute mal, ich muss hier irgendwas reinlegen, aber ich habe noch nicht so viel. Ich habe jetzt momentan nur diese eine Zeichnung. Aber. Das ist Schmetterling. Und über diese zerkratzten Bilder, die sind voll creepy irgendwie. Schmetterling? Schmetterlinge, habe ich gelernt, sind nie ein gutes Zeichen. Ein roter Schmetterling, ja schön. Errungenschaft freigeschaltet, roter Schmetterling. Okay, kann ich den nehmen? Nö. Lässt sich nicht öffnen. Tja, der Sinn von dem Spiel, das ist eine gute Geschichte. Also, ich weiß bisher nur, dass wir drogenabhängig sind. Was genau dahinter steckt, was die Mission dahinter ist, kann ich dir noch nicht mal so richtig sagen. Okay, dann gehen wir mal hier lang. So, warte mal, von da komme ich. Was ist das hier? Die Tür ging ja nicht, oder? Doch, die Tür ging. Das war die... Ah, die hier war das. Warum zwinkern die mich an? Möchten die mir vielleicht irgendwas sagen? Ich habe auch noch keinen Code entdeckt, den ich da eventuell bräuchte. Auch so an den Wänden habe ich jetzt noch nichts gesehen. Gut, ich gehe mal hier lang. Dann schauen wir mal. Hier kam ich ja nicht rein. Okay. Du musst doch irgendwo für diesen einen... Ich weiß gar nicht, was das ist. Ob das ein Generator ist oder... Noch habe ich nichts gesehen. Augen. Was war auf der Zeichnung drauf? Warte mal, untersuchen. Der Junge weint. Die Männer beobachten uns. Kann ich jetzt noch nichts mit anfangen. Ich meine, hier sind zwar Augen. Aber beobachtet habe ich mich jetzt eigentlich nur von diesen Bildern gefühlt. Und was ist das hier? Habe ich irgendwo eine Zahl nicht gesehen? Ich meine, ich kann jetzt hier mal so ganz plump so machen. 1, 2, 3, 4. Nee, das war mir schon klar. Okay. Und da komme ich jetzt nicht weiter, weil ich nicht weiß, wie ich da hinkommen soll. Nah beim Ventilator. Aber hier ist nichts, wie ich das öffnen kann. Vielleicht kann ich das ja auslösen. Mit dem einen Kopf, aber... Hallo, Bloody. Gut, wir gehen mal weiter. Ich gehe mal... Oh, hier, siehst du diese Bilder? Ich fühle mich übel beobachtet von denen. Hier kam ich rein, oder nicht? Nee, kam ich nicht. Blut auf dem Schloss... Ja, und hier sind wir jetzt eingesperrt, weil die, der oder die, was auch immer das war, uns ja hier die Tür zugemacht hat. Aber ich sehe jetzt auch keine Kombination. Zeit ist eine Illusion.
steht aber auch, oder kann ich mir das angucken? Ja. Irgendwelche Zahlen oder irgendwas? Irgendwie gar nicht so. Zeit ist eine Illusion. Ich habe auch noch gar keine Zeit gesehen. War ich da schon? Da war ich schon drin, ne? Ja, das ist das Ding hier. Oder ist hier irgendwo was, was ich nicht sehe? Nee. Huch. Okay. Halt. Boah, mit diesen Drehen, ne? Das ist so. Vielleicht muss ich hier doch nochmal runtergehen. Aber hier sehe ich auch gar nichts. Ich will da nicht reingreifen. Das ist vielleicht nicht so schlau. Vielleicht bin ich dann schon direkt. RIP! Aber gerade weiß ich sonst auch nicht. Es ist zu dunkel, da kriege ich auf keinen Fall rein. Ja. Ja, gut, dann haben wir ja die gleiche Ansicht. Finde ich gut. Ich und Sam, wir verstehen uns auf jeden Fall. Achso, warte mal, da war ich noch gar nicht, ne? Ah, warte mal, hier war ich doch noch überhaupt nicht. Eine Liste von Namen. Mein Name steht ganz unten. Warum steht der Name von uns da überhaupt drauf? Aufheben. Okay, warte. Untersuchen. Mhm. Auch voll mit Blut alles.